Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen und ein wunderschönes Weihnachtsfest, falls man das am 26. eigentlich noch so sagen darf. Ich glaube ja. Wir sagen einfach frohes neues Jahr schon mal, guten Rutsch, schöne Feste. Ich hoffe, ihr habt richtig schön gespeist und getrunken und Geschenke ausgepackt. Ich habe von meiner liebensvollen Dame ein nagelneues Stream Deck Plus bekommen. Das nagelneue, ich bin so glücklich darüber. Für euch auch deswegen gleich der kurze Hinweis, ihr könnt gerne auf den Twitch-Stream vorbeischauen, wenn ihr wollt. Jetzt auch über die Weihnachtstage streamen wir. Wir gehen gerade auf die Mastery-Challenge in Modern Warfare 2. Das bedeutet, mit jeder der einzelnen Waffen, das sind 51 plus 4 DLC-Waffen, 1000 Kills. Was bei der MP und bei der Chimera Honey Badger ziemlich easy ist, was uns aber die Nerven kostet bei den Raketenwerfern zum Beispiel. Ihr müsst auch mit dem Pila einfach und Strehler 1000 Abschüsse machen. Wenn ihr da vorbeischauen wollt, würde mich sehr freuen. Stream ist auch was ganz anderes als die Videos natürlich jedes Mal, weil man einfach viel, viel mehr Zeit hat, auf alles einzeln einzugehen. Was ich heute aber diskutieren wollte, eins der großen Themen, was wir schon wieder seit 3 Wochen haben und das ist absurd. Es gibt die Claims von einzelnen Spielern, basierend auf einzelnen Clips, dass es in Call of Duty Modern Warfare 2 mittlerweile skill-basierten Schaden gibt und skill-basierte Hit-Registration. Und da habe ich einen Clip gefunden auf Reddit und den möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Und das ist nur einer von den Clips, da gibt es mittlerweile ein paar von, jetzt nicht allzu viel, aber es gibt einige und es gibt dann Leute, die auf diesen Zug springen, das nicht analysieren, nicht testen, kein gar nichts und sagen, das ist der Beweis. Das ist der Beweis, wenn ein guter Spieler im Game weniger Schaden macht und ein schlechter Spieler im Game mehr Schaden macht und vice versa. Ich habe mir diese Clips jetzt wirklich in Ruhe einmal angesehen und möchte hier auf ein, zwei Sachen eingehen, die man im Clip sieht, die einige anscheinend nicht ganz realisieren und auf einige Sachen, die man vielleicht gar nicht weiß. Zum allerersten, bei solchen Clips haben wir keine Stats. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob der, der schießt, jetzt höhere Stats hat, als der, der den Schaden bekommt sozusagen. Und nur weil man solche Clips sieht, heißt es ja nicht, dass es skill-basierten Schaden gibt. Ein Unternehmen wie Activision und Damonware ist ja das Unternehmen, das kleine Studio hinter, was eben das skill-based Matchmaking, die Formel sozusagen betreibt. Die sind ja nicht mal in der Lage, einfachste Bugs und sonstiges im Game zu beheben. Da kann ja keiner ernsthaft glauben, dass die in der Lage sind, so ein Schaden- und skill-basierte Hit-Registration und skill-basierten Schaden einzufügen. Dazu käme, wäre das im Game, hätte es jeder, wirklich jeder halbwegs vernünftige Spieler nach spätestens 2 Runden schon festgestellt, weil es einfach so deutlich wäre. Was sieht man aber zum Beispiel in diesem Clip und wie gesagt auf Reddit, wenn ihr da rumgeht, da gibt es noch ein paar mehr von solchen Clips. Ein Spieler schießt mit der MP7, was auf Range die schlechteste MP, bis auf die Fennec, von allen Waffen ist. Erst sieht man einen Gegner und man sieht Hitmarker, Hitmarker, Hitmarker und dann schießt er in dem Clip auf einen zweiten Gegner. In der gegnerischen Stellung sind 2 Gegner. A, die MP7 hat keine Range, das heißt der Schaden daraus ist fast gefühlt 0. B, auf der Range, die er ist, das sind, würde ich jetzt sagen, 22 bis 25 Meter circa. Man könnte es jetzt einfach bei Shoothouse einmal testen, aber es wird schon ungefähr passen. Brauchst du mit der MP7 7 Hits, damit der Gegner fällt. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, was zum Beispiel diesen Clip relativ einfach erklärt. Er schießt nicht die ganzen Kugeln auf einen Gegner, er schießt sie auf einen, duckt sich dann, schießt auf den zweiten, wenn man darauf achtet. Das heißt, er verteilt die Kugeln auf 2 verschiedene Gegner und jetzt kommt das Wichtigste, die in der Stellung stehen. In der Stellung. Und was für ein Perk gibt es in diesem Game, was uns relativ immun gegen Schaden macht, solange wir eine Flagge einnehmen, verteidigen, halten oder eine Stellung einnehmen oder halten? Quickfix. Schnell zusammenflicken. Quickfix, wir haben es ja, in meinem Video haben wir es getestet, Ace hat es getestet, der hat auch skillbasierten Schaden getestet und skillbasiertes Audio, was auch Quatsch ist, da kann ich auch gleich noch drauf zukommen, da gibt es auch eine einfache Erklärung. Quickfix sorgt aktiv dafür, während ihr auf der Stellung seid, dass euer Leben instant regeneriert. Das heißt, selbst wenn ihr in der Stellung angeschossen werdet,
durchgängig, regeneriert es euer Leben sofort. Und hier ist es ja so, er schießt. Das sind ungefähr 5 Hits, die er hat. Er hätte noch so 2 gebraucht, um ihn down zu kriegen. Lädt nach, legt sich hin, regeneriert komplett der zweite Spieler und er ballert wieder. Schießt. Und dann am Ende stirbt er, weil beide auf ihn schießen. Das, relativ einfache Erklärung, Leute, ist nicht skillbasierter Schaden, den wir hier in diesem Clip zum Beispiel sehen, sondern nichts weiter als einfach nur Umstände, schwache Waffe auf Distanz, auf 2 verschiedene Gegner aufgeteilt, beide Gegner wahrscheinlich, gehe ich von aus, mindestens einer auf jeden Fall, mit Quickfix als Perk in der Stellung. Wäre die Stellung dort nicht gewesen, hätte er den ersten relativ easy getötet, weil er auf den ersten insgesamt genug Schaden und genug Schuss draufgehauen hat. Das hätte der eine Spieler, der die Schüsse abbekommt, nur mit einem Stim regeln können. Scheint ja kein Stim da gehabt zu haben. Deswegen ist es ein ganz klarer Beweis, dass es keinen skillbasierten Schaden gibt. Beziehungsweise ist zumindest dieses Video kein Beweis dafür. Es gibt noch andere Videos, da sieht man Ähnliches. Dann haben wir einen Clip, den gibt es auch, den kennen wahrscheinlich viele von euch. Da schießt der eine dem Gegner in den Fuß mit einer DMR und die ist in den Fuß kein One-Hit, egal wie ihr es seht. Und man sieht aber auch nicht, ob der Gegner weniger Leben vorher hatte. Man sieht den Ping nicht, die Serverlatenz sieht man nicht und er hat ein Schild auf dem Rücken. Mit dem Schild ist es so, dass irgendwie der Schaden-Multiplier eigenartig ist. Manchmal bekommt ihr auf Gegner, die mit Schildern rumlaufen, gar keinen Schaden und manchmal machen die Waffen mehr Schaden, als sie sollten. Das hat nichts mit Schaden oder skillbasiertem Schaden zu tun, sondern mit mal wieder einem Bug im Game und vor allem mit dem Schild. Und dann gibt es ja noch diese Diskussion, skillbasiertes Hören oder skillbasiertes Audio in Modern Warfare 2 und Warzone 2. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ich habe es mit dem getestet und mit dem Account, der hat eine 2er KD, da höre ich gar nichts und der Account hat eine 0,3er KD, da höre ich alle Schritte, alles Mögliche. Und wenn man sich das mal in Ruhe anschaut, sieht man eine Sache relativ deutlich. In den Lower Brackets, das heißt da, wo ihr mit einem schlechteren Account reinkommt, habt ihr viel, viel weniger Audiosachen, die um euch herum passieren. In den schlechteren Lobbys sind weniger Granaten, die fliegen, weniger Streaks, die umherfliegen, weniger Gunshots, die umherfliegen. Also viel, viel weniger von den normalen Sachen, die man hört. Das Einzige, was genauso ist wie in den normalen und höheren Lobbys, sind die Leute, die sich bewegen. Denn selbst in den Lower Brackets, auch Bots oder Casual Gamer bewegen sich in der Regel. Und das ist der einzige Grund, warum es überhaupt einem so vorkommen könnte, dass in den höher basierten Games oder in den höheren Brackets überhaupt ein Unterschied in der Footstep Audio ist. Und ich kann euch da nur Ace ans Herz legen und ich habe ja auch einen Neffen oder einen Bot-Account zum Testen und einen richtigen Account. Glaubt mir Leute, ich wollte es euch jetzt nicht in 5 Minuten noch mit Audio abspielen. Ich habe es selbst getestet. Die Audio-Lautstärke und ihr könnt das mit Audacity machen. Das ist ein wunderbares Audio-Software-Programm, was viele von euch mit Sicherheit kennen. Und ich habe beide Spuren der Fußschritte vom Bot-Account genauso wie von meinem Haupt-Account in Audacity nebeneinander gelegt und die Ausschläge nach oben und nach unten sind 1:1 identisch. Das heißt, man kann zusammenfassen, es gibt keinen skillbasierten Schaden in Modern Warfare 2, es gibt kein skillbasiertes Audio in Modern Warfare 2, es gibt skillbasiertes Matchmaking. Und das wissen wir, SBMM ist ein Thema seit über 3 Jahren, da brauchen wir nicht mehr groß drüber reden. Das heißt, wirklich, macht euch keine Angst, hört auf auszurasten. Es gibt keinen skillbasierten Schaden in Modern Warfare 2 und in Warzone 2. Jeder, der mir etwas anderes beweisen kann, bekommt von mir instant einen Kuss auf die Nuss. Das heißt, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, genießt die Feiertage und wir sehen uns im Stream.